Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls du das erste Mal dabei bist, mein Name ist Anja und auf meinem Kanal spreche ich über die Themen Minimalismus, Ordnung und Interior und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Im heutigen Video geht es um einen Community-Wunsch, nämlich um das Thema Geld sparen durch Minimalismus in schwierigen Zeiten, aktuell mit Inflation und generell einer schwierigen Lage in der Welt. Und wir werden ein bisschen darüber sprechen, inwieweit ein minimalistischer Lebensstil hier vielleicht helfen kann und ein bisschen Abhilfe schaffen kann, um sein Geld ja ein bisschen beisammen zu halten und ein bisschen besser für die Sachen zu nutzen, die man eben wirklich braucht und benötigt. Und ich würde sagen, wir legen direkt los nach dem Intro. Ganz viel Spaß beim Video. Aktuell ist es ja so, dass einfach sehr viel teurer wird. Geld verliert einfach an Wert und wir alle haben deutlich höhere Kosten, die wir eben tragen müssen. Und da sind wir als Minimalisten natürlich auch nicht von ausgenommen. Also dass jetzt Lebensmittel und Rohstoffe und generell andere Ressourcen teurer werden, da kann man natürlich jetzt als einzelne Person im ersten Schritt jetzt nicht ganz so viel dran machen. Deswegen betrifft uns das genauso wie alle anderen Menschen. Und trotzdem finde ich, gibt es ein paar Tipps und Tricks, wie man sich solche Zeiten etwas besser gestalten kann und da einfach etwas besser durchkommt auf finanzieller Ebene gesehen. Kommen wir erstmal zu so ein paar generellen Tipps. Der erste wäre Fixkosten reduzieren. Ich finde, prinzipiell ist es super wichtig, sich seiner Finanzen bewusst zu sein und einfach zu gucken, wo geht dein Geld hin, was hast du überhaupt für monatliche Fixkosten, was wird monatlich abgebucht, wo geht das Geld überhaupt hin. Und da kann man immer schon mal schauen, was sind das alles für Kategorien, also das kannst du alles kategorisieren und eben gucken, wo sind so die größten Batzen und gibt es hier vielleicht Sparpotenzial, weil du irgendwelche Sachen gar nicht brauchst und es dir vielleicht vorher gar nicht bewusst war. Dann der zweite Punkt wäre Konsum überdenken. Auch das ist natürlich etwas, wir Menschen konsumieren wahnsinnig viel und die Frage ist, muss das wirklich alles sein? Weil wenn wir mal gucken, was brauchen wir wirklich und was möchten wir alles, dann ist das ein sehr großer Gap dazwischen. Und hier kann man auch wirklich nochmal schauen, was sind Sachen, die du dir leistest, was jetzt nicht heißen soll, dass du dir gar nichts mehr gönnen sollst, aber auch hier gibt es einfach Sachen, wo du vielleicht sagen kannst, hey, da kann ich meinen Konsum ein bisschen einschränken, gerade jetzt in den Zeiten, wo ich etwas mehr auf das Geld achten muss. Und der dritte Punkt ist generell etwas unter deinen Verhältnissen zu leben. Also nicht so, dass du 1000 Euro einnimmst, 1000 Euro im Monat ausgibst und jeden Monat bei Null startest, sondern guckst, dass du das Leben so gestaltest, dass du immer einen bestimmten Anteil, der muss jetzt auch nicht riesig sein, aber einen gewissen Wert an Geld hast, den du einsparst und vielleicht irgendwo anlegen kannst, dass es sich vermehrt und du so immer noch was Kleines auf der Rückbank hast. Kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die sich speziell aus dem Minimalismus ergeben, zum Thema Geld sparen. Und das finde ich ist einerseits, sich zu fragen, was brauche ich wirklich? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Lebensmittel ist natürlich etwas, das brauchen wir alle und die werden ja wirklich sehr teuer. Also bei manchen Sachen ist man ja wirklich schockiert, wie da die Preise nach oben schießen aktuell. Und manche Sachen möchte man sich aber vielleicht auch einfach leisten. Vielleicht möchtest du dir ein paar exotischere Sachen gönnen, vielleicht ist dir Bio sehr wichtig und du möchtest das Geld gerne dafür ausgeben. Vielleicht war es aber vorher so, dass du auch öfters mal auswärts gegessen hast. Und jetzt kommen wir so zu dem Thema Kosten shiften. Vielleicht kannst du dann gucken, wenn du jetzt etwas Geld einsparen möchtest, dieses auswärts essen, etwas so runterfahren und dafür eben den anderen Standard mit guten, hochwertigen Lebensmitteln beibehalten. Dann hilft es auch immer ein bisschen, wenn du dir sagst, Dinge sind nur Dinge. Also wir Menschen geben Dingen einen Wert. Ja, rein prinzipiell ist ein Ding einfach nur ein Ding. Es ist das, was wir daraus machen. Und wenn du dir überlegst, dass es eigentlich nur ein Ding ist, erstmal ohne große Emotionen und Erinnerungen dran, dann kannst du auch noch mal so ein bisschen überlegen, brauchst du das alles? Grundsätzlich ist es ja so, dass wir Menschen dazu tendieren, mehr Geld auszugeben, wenn wir auch mehr Geld haben. Und diesen Kreislauf musst du ein bisschen durchbrechen und einfach Käufe noch mehr hinterfragen. Das machen wir Minimalisten eh schon sehr, aber gerade in solch schwierigen Zeiten ist es natürlich nochmal umso wichtiger, da den Fokus nochmal mehr drauf zu setzen. Hier hilft es wirklich, sich mehr in Genügsamkeit zu üben. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir gerne hier oben. Und gleichzeitig vielleicht auch mal so zu denken, dass
wenn du weniger hast oder generell einfach weniger Neues in dein Leben holst, hast du auch weniger Dinge, die du reparieren musst, putzen musst, instand halten musst, weil auch diese Services, nenne ich sie jetzt mal, die kosten auch Geld und auch da kannst du einiges sparen. Und dann hilft es meiner Meinung nach sehr, wenn du dir bewusst machst, dass du sorgsam mit Ressourcen umgehst. Und auch Geld ist eine Ressource und auch damit kann man sorgsam umgehen. Du könntest also generell mehr gebraucht kaufen, zum Beispiel. Du könntest DIYs machen, du könntest Upcycling machen. Man muss nicht mehr alles neu kaufen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, die auch schön sein können, wenn du jetzt irgendwie was upcycelst, zum Beispiel, und die gleichzeitig Geld sparen, was ja aktuell unser Ziel ist. Und dabei vielleicht auch mal von diesen finanziellen Gedanken weg, einfach hin zu mehr Lebenszeit. Also wir müssen unsere Lebenszeit nicht immer damit verbringen, zu überlegen, was kaufen wir, was machen wir, was konsumieren wir, was brauchen wir alles, sondern vielleicht einfach mal gucken, womit möchte ich meine Lebenszeit verbringen. Und es gibt so viele tolle Sachen und auch Aktivitäten, die man machen kann, die kostenlos sind oder deutlich kostengünstiger. Und die genauso schöne, wertvolle Momente im Leben erschaffen können und tolle Erinnerungen kreieren können mit Familie oder so zum Beispiel, die jetzt nicht direkt super viel Geld kosten müssen. Also hier kann man einfach kreativ werden und wirklich gucken, ob man einfach auch neue Beschäftigungen, neue Hobbys findet. Gerade in so schwierigen Zeiten sagt man ja, dann wird man besonders kreativ oder einem fallen irgendwie neue Dinge ein. Und das ist vielleicht auch so eine Chance, die man jetzt aktuell nutzen kann, um eben genau da den Fokus drauf zu legen und zu gucken, hey, wie können wir unsere Zeit anders verbringen und einfach das Geld, was wir vielleicht sonst für Theaterbesuche oder was auch immer man damals gemacht hat, was viel Geld gekostet hat, das einfach einsparen und stattdessen andere kostengünstigere Aktivitäten finden. Ja, und das war mal so ein kleiner Einblick in das Thema Geld sparen durch Minimalismus in eben solch schwierigen Zeiten aktuell. Es sind natürlich viele generelle Sachen dabei, die prinzipiell immer Sinn machen, die jetzt auch losgelöst vom Minimalismus sind. Aber ich finde gerade so dieses, was brauche ich wirklich, was möchte ich, womit möchte ich meine Zeit verbringen, wofür möchte ich mein Geld, was ich verdient habe, auch ausgeben. Das sind natürlich so Gedanken, die sehr stark vom Minimalismus-Gedanken geprägt sind und die einem einfach helfen können, durch solche Zeiten besser hindurchzukommen, weil man besser weiß, was für einen wichtig ist, was so das Wesentliche im Leben ist und wie man sich selber schöne Momente im Leben gestalten kann. Von daher hoffe ich, es war ein bisschen Inspiration für dich dabei, dass du etwas mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass es dir gut geht in der aktuellen Situation, dass du gut durchs Leben kommst, trotzdem es genießt, dir schöne Momente machst. Und ich danke dir sehr fürs Zuschauen bis hierhin, dass du bis zum Ende dabei warst und wünsche dir alles Gute und bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, mach es gut, abonniere gerne den Kanal für weitere Videos, damit du nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns bald. Mach's gut. Bye.